Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück mit Victoria 3 und Österreich in unserer 28. Ausgabe. Yay! Ja. Was machen wir? Wir machen derzeit nicht viel. Wir erhöhen unser Bruttoinlandsprodukt. Die Literacy Rate ist jetzt nicht wirklich gestiegen. Ist vielleicht eh nicht so schlecht. Wir wollen ja schließlich, dass die Leute nicht unbedingt revoltieren bei uns. Das ist besser, wenn sie nicht lesen und schreiben können. Leute, die nicht lesen und schreiben können, können auch nicht lesen, wann sie zur Demonstration kommen müssen. Ja, egal. Anhalt versuchen wir gerade für uns zu gewinnen. 18 Staaten sind in Turmoil. Ist halt so. Unproductive Trade Routes, das ist wurscht. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt. Ja, da haben wir schon was dazu aufgebaut. Stahl, Glas und Explosives sind teuer. Ja, auch das machen wir gerade. Also ihr seht, wir bauen hier Stahlwerke, wir bauen hier Glaswerke, wir bauen hier Motorindustrie, alles, was man so braucht. Military Goods, Men of Wars brauchen wir nicht, braucht nur einer unserer marktbefindlichen. Und Opium. Ja, Opium ist ein Problem. Ah nein, ist kein Problem. Wir haben das letzte Mal. Ich habe dann zwischen den Folgen hier Opium Opiumplantagen erweitert, genau. Vier kommen hier noch dazu. Das heißt, Opium sollte auch wieder besser werden. Jo, so läuft's. Schauen wir mal, was passiert. Wie schon gesagt, ich würde ganz gerne den Oman Sansibar erobern. Sansibar ist ein großartiges Gebiet. Wir haben hier relativ viele Leute. Wir haben hier Kaffee, Tabak, Zucker, also lauter Sachen, die wir brauchen. Und wir haben auch Farbstoffe. Yes. Farbstoff ist großartig. Brauchen wir gutes. Okay, Trade Unions, Work to Rule, activated. Okay, da mag uns jemand nicht. Minus 15% State Construction Efficiency, echt jetzt? Wieso seid ihr unhappy? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nett zu euch bin. Post Landed Voted, Professional Army. Okay, wir haben da mal minus 3, aber wir haben bisschen was an Radikalen. Upsi. Ah, plus 3, 19%. Minus 1 from Confessed Government. Echt jetzt? Weil der Leader bringt uns minus 4? Ah, das gibt nicht. Ohne den wären wir locker Dings. Gott, das muss man jetzt anschauen. Wer von denen ist dieser Typ? Können wir den loswerden, den Idioten? Wie alt ist er denn? 45? Wie werden wir denn den los? Das gefällt mir nicht. Könntet ihr aufhören, meine Waffen wegzukaufen? Total Separation, bla 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 bla. Okay, warte mal. Irgendjemand möchte Total Separation haben. Und zwar. Ah, die Intellektuellen und die Trade Unions.
Opinions würden ganz gerne, dass wir Total Separation machen, aber ich fürchte, meine Lieben. Okay. Nicht spielen mit den Aristokraten. Nein, Ended Voting. Das war nicht, war das Freedom of Conscience, das ist Separation. Interessant. Irgendjemand ist sogar dafür. Wer ist das? Die Intelligenz, ja, unter Ferdinand Dahlmann. Ja, aber wie können, wieso kann das sein, dass wir da überhaupt das einführen können? Nur weil die Aristokraten nicht dagegen sind, aber müssen sie es nicht auch wollen? Weil wir haben doch niemanden in der Regierung, der da dafür ist. Strange. Oder kann ich es deswegen einführen, weil es eine Bewegung dafür gibt? Das könnte sein. Weil, also, hallo? Government, das wollte ich. Wir haben ja nur die Aristokraten an der Macht. Franz Josef schaut echt hässlich aus hier. Die wissen nicht, wie Franz Josef richtig ausgeschaut hat. Naja, kann man nichts machen. Okay, soll sein. Können wir jetzt auch nichts ändern dran, weil ich kann ja den Typen nicht einfach umbringen. Wäre nett, aber spielt's leider nicht. Ich finde sowieso nicht richtig, dass die noch immer so stark sind, obwohl wir nichts tun, damit sie stärker werden. Aber wahrscheinlich reicht's, dass die Leute unzufrieden mit uns sind, dass sie stärker werden. Naja, kann man nichts machen. Wir haben das Jahr 1875, sonderlich ernst nimmt das Spiel das eh nicht, weil normalerweise sollte man ausgehen davon, dass wir 1875 schon das eine oder andere, den einen oder anderen, wir haben noch immer einen Truce bis 3. Jänner 1876, also bald. Wie schon gesagt, ich würde ganz gern Sansibar erobern und am liebsten hätte ich auch gleich den Oman als Puppet State, weil das da oben ist eigentlich auch recht mächtig. Das hätte ich eigentlich auch ganz gern. Aber zumindest den Staat erobern, das wäre es mal. Was wir natürlich machen könnten, wäre ihn überhaupt einfach nur Puppet. Weil, ich meine, das ist nett, aber in Wirklichkeit könnten wir schon auch. Das ist ja dann eh in unserem Bereich, unseren Haufen Zeug, was wir da produzieren. Hoffe, die produzieren von alleine neue, wenn wir die Nachfrage haben in unserem Markt. Und dann werden sie in unserem Markt. Wie viel produzieren die? 1,8. 1800. Wie bitte? Was? Spinnt ihr Großbritannien? Habt ihr sie nicht mehr alle? Warum seid ihr antagonistisch uns gegenüber? Was haben wir euch getan? Wir sind auch konservativ, so wie ihr. Vielleicht mögen sie uns nicht, weil wir auch Economic Imperialism wollen. Vielleicht mögen sie nicht, weil wir sie nur sicher als drittgrößte Volk, als einholen. Obwohl sie jetzt eh stark gestiegen sind. Irgendwas, der Patch dürfte irgendwas gemacht haben, dass sie mehr, besser investieren. Sie haben Qing gerade überholt. Sind jetzt zweitgrößte Ökonomie weltweit. Sind die viertgrößte auf dem Weg Qing, um sie zu überholen. Ja, Frankreich ist unter
ferner liefen. Also was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt nichts tun dagegen. Kann man nichts machen. Vielleicht rivalisieren sie uns. Was weiß ich. Dann kriegen wir vielleicht wieder ein paar Punkte. Großbritannien ist eh wurscht in diesem Spiel. Computer ist ein bisschen, die AI sind so unfähig, was die Flotten betrifft. Shift Work Unlock. Warte mal. Wollten schauen. Geht sich das jetzt aus? Ja, hold Grand Exhibition. Server hier Skyscraper. Das kostet 500 Bürokratie. Und was kostet das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss, dass man da einen guten Ausgang hat. In meinem letzten Spiel habe ich das auch gemacht und es hat gar nichts zusammengebracht. Was ich ziemlich lustig fand, also lustig fand ich nicht, aber ich glaube, man muss dann nebenbei noch solche Sachen machen. Wenn man dann Sachen ausstellen kann. Machen wir eine Weltausstellung, wir können das. So, Meeting the Ground Exhibition. Have nothing to show off. Will complete if increase your exhibition points by gathering treasures on expeditions, researching technologies and increasing your country rank. Lose points by increasing your infamy. Ups, vielleicht noch kein Krieg. Triggers the event, the great exhibition. If time runs out, triggers the event, the greatest exhibition. Na dann machen wir doch glatt nochmal die Expedition zum Nil. Was sagt ihr? Und zwar, wir nehmen wieder den Typen in der afrikanischen. Wer ist das? Leopold Dollmann. Nein, geht nicht. Super. Was mit dir? Lorenz von Gablenz? Geht auch nicht. Okay, wer ist Heino? Was für eine Typen bist Poland Headquarter. Units 48 South German. Danubia. Okay, gut, nehmen wir den Heino. Wenn das die einzigen drei sind, die zur Verfügung stehen, why not? Okay, wir brauchen jetzt ein bisschen Geld. Das heißt, wir erhöhen die Steuern. Und schon haben wir wieder Geld. Schauen wir mal, was passiert. Machen wir die Leute glücklich, indem wir eine Weltausstellung machen. Das Riesenrad muss gebaut werden, Freunde. Immer ein bisschen zu früh noch fürs Riesenrad, könnte das sein? Habt ihr den Eiffelturm gebaut? Ich meine, wir könnten dann auch das mit dem Skyscraper machen. Schauen wir mal, was passiert. Wo ist der Nil hin? Ach so, warte mal. Das hat noch nicht gestartet. Wir haben zunächst einmal den Typen ausgesucht. Kann das sein? Ships of the Air. Austria has researched Zeppelin. Okay. Was müssen wir dafür researchen? Das militärisch? Nein. Ist das so? Seite? Zeppelin. Da ist der Zeppelin. Unlocks Airship Mooring Post for Skyscraper. Boah, das könnte man doch machen. Machen wir das als nächstes, oder? Das wäre zum Beispiel was, was sicherlich cool für die Weltausstellung ist.
der erste sind, der den Zeppelin entdeckt hat. Der Expedition embarks. So, nochmal vorne. After a few weeks of preparation and travel, the expedition led by Julius von Hainau has Zanzibar. Genau das wollen wir erobern. From here, they will begin their journey to discover the elusive sources of the Nile River. Onward. Wie schon gesagt, einfach den Nil aufwärts fahren war nicht möglich. Verstehe ich nicht so ganz, aber gut, soll sein. Ooh. A dazzling souvenir. Schau mal. With the imminent opening of the expedition, we must prepare ourselves for visitors wanting to return with a small piece of it. Stereoscope cards will let them see the expedition once again. Plus 15% immediately innovate wait. Multiplier for production. Oder a paper souvenir would be easily affordable for anyone. Das würde Society geben. Machen wir Society, weil wir wollen ja den Zeppelin entwickeln. Oh, und die Nile River Expedition ist schon ein Stück weitergekommen dann. Ohne dass uns bis jetzt irgendwas zugestoßen ist. Nee. Lass mal das mit dem Oman so lange, bis wir diese Sachen hinter uns haben. Ja, ist noch wurscht. Stahl und Glas, ja, wir wissen es. Wir bauen mehr Stahl und Glas, als es kann nicht mehr Stahl und Glas bauen. Unsere Construction Queue ist voll mit Stahl, Glas, Motor, mehr Stahl, Government, Plantagen. Wir machen das so schnell es geht. Es geht nur nicht schneller. North German Migration. Large numbers of North German people have begun migrating to the state of Wisconsin. Echt jetzt? Wisconsin, wie geht's den Amerikanern übrigens? Louisiana gibt es noch immer, finde ich gut. Mexiko schaut auch noch stärker aus, als ich dachte. Ja, die mögen uns beide, finde ich nicht. Auch Kanada mag uns. Nur die Briten nicht. Echt, Frankreich auch nicht. Wieso? Wir sind so nett. Die rufen uns. Seht ihr? So muss man das machen. Blöde Skandinavier, keiner mag euch. Blöde beider Sizilien. Oh, ich mag auch keiner. Okay, machen wir weiter. Was? Ein 19. Staat in Turmoil? Kroatien? Niemals. Und Klipper? Und Opium ist wieder teuer? Wie unerwartet. Oh, wartet mal, was ist da los? Was ist das? Perakion und Perakion Persians Revolt und Perak, wo ist denn das überhaupt? Da? Ach, nicht jetzt. Gibt es da Leute, die daran interessiert sind, außer mir? Nur mich? Na. No. Briten und Franzosen auch. Sehr klar. Genau, ja, das passt. Wenn die uns eine Obligation anbieten, dann machen wir natürlich mit.
schickt man ein paar Trückchen hin und passt alles. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, Frankreich. Ist ein Wahnsinn, was die schon kolonialisiert haben, die Wappler. Das sind viel stärker als Großbritannien. Oh, noch was, was ist das? Bremen und revolutionäres Bremen. Promote liberal reforms. Und hier. Promote liberal reforms. Defend the borders. Maintain balance of power. Ja, das ist gut, das wollen wir auch. Und Hessen ist schon auf eurer Seite. Ja, auch bräuchte. Wenn ihr mich einladet, gerne. Wenn nicht, dann halt nicht. Was ist da? Wer kämpft da schon wieder? Wieso kämpft da jemand? Zerwurst. Wie? Wann? Warum? In welchem Krieg seid ihr, Montenegro? Was ist das für ein Krieg? Worum geht's da? Annex Montenegro? Ah, das ist der Dings, das ist der. Der dieses, die Revolution noch. Wieso führt sie noch immer Krieg? Hätte es nicht aus sein sollen mit dem Verlust von dem? Ach Gott. Okay. Perak will uns. Ja klar, machen wir. Haben wir gesagt, machen wir. Maintain Balance of Power. So, dann machen wir Folgendes. Ja. Wirst mobilisiert. Und wir schicken dich gleich. Ach Mist. Wir schicken hier an die Front. Unser Problem sofort. Vielleicht ging der dann gleich auf und dann. Spending a penny. Members of the Austrian aristocracy have explicitly stated that installing public restrooms in the exhibition will harm its good order and reputation. Mommy, mommy, spend a penny. If only the government of this country had installed some public restrooms. Oh goodness, we were not prepared for this. Its good odor and reputation would be worse if we don't install them. Oh Gott, das würde die Aristokraten verärgern. We should not compromise the exhibition for this. Ah, mehr Radikale. Die Aristokraten sind glücklich. Wollen wir sie glücklich? Ja, wir wollen sie glücklich. Menschen überhaupt. Es tut mir so leid. Was haben wir da? One of the expedition members has bought, achso, das kennen wir schon. Bought stealing more provisions than needed under the excuse that he's ill and needs more food. We need every single man. Oder thief is of no use to us. We need every single man. Das letzte Mal haben wir das andere genommen. Und was hat's uns gebracht? Die Expedition ist verschollen. Wir haben jetzt 312. Das ist gut, weil wir haben die Aristokraten glücklich gemacht. Das heißt,
Sie haben Punkte genug, um hier lustige diplomatische Spielchen zu machen. So, schauen wir mal. Customs Union. Hessen? Nein. Sachsen? Nein. Sardinien? Nein. Zulu? Nein. Okay, schade. Was gibt's noch? Allianzen? Haben wir noch eine? Trade Agreements. Take on that. Schauen wir mal. Oh, wir können Belgien noch glücklicher mit uns machen. Great King hat 34 Millionen Debt. Bist du irre? Haben wir die nicht schon? Bist du irre? Wie viel Geld haben wir überhaupt? Wie viel haben wir im Plus? 13. Okay. Übersteigt unsere Ressourcen ein wenig. Würde ich machen, wenn ich es hätte. Wieso hat Belgien schon wieder so große Schulden? Ich dachte, sie sind so ein großes industrialisiertes Land. Wie schaut das aus? Was habt ihr hier für einen Wert uns gegenüber? Ah nein, warte mal, Council. Geh weg. Relations plus 100. Ich glaube, das wird nicht besser, wenn ich denen noch mehr Geld gebe. Also nein. Great King wäre schon. Aber sonst will, ja, Sulu, aber Sulu ist gleich auch schon plus 100 und seine Mika-Nation. Wobei andererseits bei denen ist es auch wurscht, weil, ich meine, sind wir uns ehrlich. Sind wir uns ehrlich. Das kostet Außerdem sind wir erst bei plus 30. Ist okay. 118.000. Fällt nicht einmal auf. Schauen wir mal nach oben. Scheint nicht so sein. Okay. Wir kriegen eine Obligation bei Ihnen. Die könnten wir eigentlich einlösen. Dann sollten wir auch auf 100 sein. Wir könnten dann Defensive Pact mit Ihnen machen. Aber wir haben die Obligation noch nicht gekriegt, oder wie? Ach so, nein, sie müssen das annehmen. Oh, was wollt ihr? Trade Agreement mit den United States. Gut? Ich weiß es nicht. Wollt ihr in meine Customs Union? US? Was müsste ich machen? Hier meine Customs Union kriege, wo ich aus dem Great Power Rank raushauen, gell? Sind eine Great Power, deswegen geht das nicht. Oder? Ja. Aber mit euch gemeinsam können wir alles besiegen. Können wir, was denke ich von einem Defensive Pack, meine Lieben? Nein. Das kostet 300. So deppert. Belgien will das machen, aber. Okay, Belgien wird's machen. Essen wird's machen. Lucca wird's machen. Sardinien nicht landbar. Hessen Kassel. Und Sulu würde auch. Okay. Wollen wir baden? Baden wir uns am liebsten. Hessen kauft das der hier.
Die sind, glaube ich, schon in meiner Custom Union, gell? Hessen Castle, ja. Hessen nicht. Das heißt, machen wir es vielleicht mit Hessen und die kommen dann vielleicht in die Custom Union. Die wollen alle in der Custom Union. Alle müssen in unsere Custom So. Wir können natürlich noch Belgien dazu nehmen und hoffen, dass Belgien uns irgendwann mal in die Custom Union kommt. Machen wir. Und dann passt es wieder mit unseren Punkten. Dann haben wir wieder keine. So, und es wäre schön, wenn du mir auch noch eine Obligation anbietest für die Hilfe. Belgium accepted a proposal of our defensive pact. Wir machen so viele Defensive Packs, wie es geht. Oh, was ist das? Nein, das kenne ich noch. Das ist Zulu. Ja klar, bieten wir euch an, euch zu helfen. Ja, Amen. Radical Zulu ist gegen euch. Bin ich nicht richtig? Ihr wollt defend the border. Foster traditional values. Das ist fast gut. Placate the masses. Ist auch gut. Was wollt ihr? Oder advance egalitarianism. Ja. Hessen accepted our defensive. Nicht gut. So, jetzt sind wir wieder im Minus. Yay, haben wir gut gemacht. Was ist mit dir, Bremen? Willst du unsere Hilfe oder nicht? Warte mal, Spanien hat auch irgendeinen Konflikt, sonst würden wir nicht. Sonst würden die nicht mobilisieren. Oh, interessant. In welchen von den Konflikten wird eingegriffen? In den Zulu-Konflikt? Nö. Interessant. Wenn ihr da nicht drinnen seid und da nicht drinnen seid, warum? Mobilisiert ihr dann? Eine Obligation. So, jetzt sollten sie uns lieben. Sollten sie auf 90 sein, dann. Aber warum macht Spanien das? Die können doch nicht einmal mobilisieren, wenn sie keinen Konflikt haben, oder? Wenn ich nicht mitkriege? Nein, no wars. Aber da machen sie nicht mit. Und da auch nicht. Haben Sie vor, da mitzumachen? I don't know. Haben Sie eine Revolte? Kann das sein? Ich krieg's nur nicht mit, weil ich zu doof bin. Nein. Auch nicht. Okay. Gift und weg. Komm schon, Bremen, du könntest uns ruhig was anbieten.
Ich will nicht einfach so auf deine Seite kommen. Expedition beset by malaria. Na super. The latest report from the expedition informs us that several of the crew have come down with malaria. Aber wir haben schon Quinine erforscht. Tell them to push on. Minor peril, minor progress. Oder? Tell them to rest for a while. Minor peril, loses progress. Warum sollte ich das zweite nehmen? Ah, weil der gute Einer Malaria kriegen könnte. Okay, gut. Wurscht. Wen interessiert mich? Wenn er stirbt, ist er tot. Der ist schon alt. Oh, 89. Ja, kann man gut vorstellen, dass das der beste Leiter für die Expedition war, den wir gefunden haben. Können wir bitte vor Ort gehen? Sind wir schon dort? Nein. Wann kommt denn der hin? Wann zum Henker wird der dort sein? Was soll das sehen? Sechs Tage, fünf Tage. Ah, okay. Gut, wir schaffen es also, bevor der Krieg losläuft. Losbricht. Weiß nicht, ob sie es mit dem. Ich weiß gar nicht, ob sie das. Ob sie dies, das nachher nachschauen. Ob sie das Beamen gepatcht haben mit dem letzten Patch. The most prominent members of Croatia High Society have been seen organizing luxurious. Let them celebrate. Ja. Death of a. During a small skirmish, a musket ball embedded itself in his leg. Wound itself was fine, but the infection. And over as the new leader. Let's hope the new leader is competent. Minor progress. Aha, das heißt, wir haben einen neuen General dort auch gekriegt, vielleicht. Das ist ja cool. Steaming suspicions. The planning of the exhibition causes controversy as its opening approaches. Members of the Austrian aristocracy have expressed their concerns about the mass of visitors becoming a potential revolutionary mob. Tja, das könnte sein. Their concerns are unfounded. Echt jetzt? Oder? The big influx of visitors. May cause some You will lose one great expedition point. Wie viele habe ich denn schon? Keinen? Gut, dann nehme ich das. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung. Warte mal. Soll ich da jetzt eingreifen? Die sind schon irgendwie revolutionär, oder? Ekelhaft liberal. Und hier? Oh, aber maintain balance of power immerhin. Schauen wir mal da drauf. Sehe ich nicht.
Die haben einen Typen, null Typen. Okay. Also sie werden den Krieg verlieren. Und naja, oh, es könnte ein ewiger Krieg werden, wenn sich keiner einmischt. Aber ja, Souls. So. Du. Mobilisier doch. Und greif doch hier an. Danke. Sehr gut. Find ich echt super, dass ihr noch immer im Krieg seid mit den Franzosen. Aber nicht mehr lange. Ich weiß noch nicht einmal, was passiert. Ihr gebt einfach einen White Peace. Aber ich meine, wieso ist das noch nicht passiert? Wie kann das sein? Ach so, ja, genau, wir wollten das ausprobieren, ob wir noch, ob wir noch teleportieren können. Das ist folgendermaßen gegangen. Also eigentlich hätten wir jetzt noch 8 Tage hin, aber wenn man direkt auf das gegangen ist, war er direkt dort. Und es scheint nicht zu funktionieren. Ha! Interesting. Ja, macht keinen Unterschied. Okay, sie haben das tatsächlich gefixt. Finde ich gut. Finde ich gut. Ist eh gut. So kann man das nicht mehr exploiten. Ich werde immer wieder versucht, das zu tun. Fürchterlich. Ich versuche es natürlich nicht zu machen, aber andererseits, wenn es geht, manchmal passiert es einem. Okay. Two Arms. Wie schaut das drüben aus? Normalerweise sollte das eine schnelle Partie sein. Ich meine, viel gibt es da nicht zum Machen. Das da oben muss erobert werden, das da unten ist hier. Und dann auch Two Arms, yes. Okay, gut. Okay, passt. Wir haben es erobert, oder? Schaut gut aus. Okay, das schaut noch, auch nach einer sehr gemähten Wiese aus. Könnte man meinen. Bam. Und noch eine Revolution im Keim erstickt. Gerade die Zulu-Revolution haben wir nicht erstickt. Aber die sollen sich selbst kümmern. Werden die das machen? Ja, ich glaube schon. Wir haben sogar noch jemanden, der sie unterstützt. Okay, gut, was haben wir da? Wurscht, 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 egal, 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 egal. So, sind fast durch mit unserer Bauliste und wir haben das Jahr 1875 Wir fangen mit dem ein Monument für den Kaiser. Ah, du schaust nicht mehr gut aus. Es ist
of Kaiser Ferdinand von Habsburg was commissioned, and it has been suggested that be displayed proudly in East Slovakia, a monument worthy of the Kaiser. 2% Prestige und 2% Radikale. Perhaps not everyone wishes to be ruined, bla 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 bla. Wir brauchen nicht noch mehr Radikale in unserem Wir wollen nicht den Bach runtergehen. Verrückt sind wir nicht. Okay, in beiden Fällen geht es ziemlich rasch runter. Ja, die Klickverpreise sind hoch, aber das ist mir eigentlich egal. Ah, was haben wir da? Socialist Demagogue, Valentin Rödinger, of the rural folk, rapidly gaining popularity among the people. A radical socialist message of equality he espouses is proving especially appealing to the lower classes. Radical. Ja, sind nicht die schon alle radikal dort? Nichts für ungut, aber wie viele Nicht-Radikale haben wir hier? Den Lower Strata, also sozusagen wie die Peasants. Alle unterdrückt, alle radikal. Oder? Politically inactive. Sonst. Politically inactive. Passt. Struggling. Marx, inactive. Nein, da sind tatsächlich Intellektuelle darunter. Clergymen, na gut, egal. Egal. Wird schon nicht so schlimm werden. So, na dann. Schauen wir mal, wir haben Jänner 1876. Rein theoretisch könnten wir jetzt mit dem Oman Krieg führen. Weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich schau mal, schauen wir mal, bevor wir heute Schluss machen. Schauen wir uns den Markt an. Mal die einfachen Sachen. Wir brauchen Kleidung, Elektrizität. Essen wäre auch gut, wenn wir noch mehr hätten. Wir brauchen Stahl, Motoren und Glas. Und Schwefel. Fangen wir mit dem Schwefel an. Das ist nicht einfach. Hier. Wobei, nein, warte mal. Expense Supermines. In Norden gibt es auch noch welche. Machen wir es mal so. So. Und zwar in Böhmen, in Venedig, in der Ostslowakei. Motoren, Expand Motor, in Österreich, in Westgalizien. Und Expand Steel, in Österreich natürlich. Ah, da wird noch welches gebaut. Okay, passt. Muss reichen. Ah, Österreich hat zu wenig Marktzugang. Wir brauchen hier also auch eine Eisenbahn. So, zurück zum Markt. Das waren die Begüter. Was brauchen wir da? Nein. Nanona. So wie immer. So wie immer. Arztin ist recht gut, was das betrifft. Hier ist recht gut, was das betrifft.
Achso, warte mal, wir haben noch was vergessen. Strom. Ah, Strom. Expanden. Und zwar in Dalmatien. Und Kleidung. Sollten wir auch mehr bauen. Schlesien. Chips hätten wir nicht bauen sollen. Ja. Partei. Passt. Ah, nein. Bilder sind so teuer. Unfassbar. Was haben wir da? Schippernackeln. Das könnten auch wieder. Wären auch wieder teurer. Oh, die bauen natürlich in Istrien. Einmal in Schlesien, einmal in Österreich. Passt. Na gut, machen wir weiter. Beziehungsweise, schauen. Mal wieder nur 18, finde ich gut. Vital Mobilized Minerals. Okay, ja, das ist mir wurscht. Der Krieg ist nämlich vorbei. Also die wissen es nur noch nicht, dass der Krieg vorbei ist. Taxation Capacity. Haben die noch nicht gebaut? Ah, da sind sie. Stahlglas Clipper, bauen wir eh weiter. Market Access in Austria. Haben wir auch verbessert. Passt. Na gut, meine Herrschaften, so lange warten. Ah, an unexpected group. As the expedition advances, the lush jungle reveals an unlikely site member. British expedition, basically in improvised hammocks. We shall guide these men to safety. We will lose progress. This will reduce the current peril of the expedition. Das klingt gut. Austrian relations towards Great Britain improves. Das ist auch cool. Join us. Two expeditions are better than one. Expedition gains minor peril. This would only delay us. Oh Gott, ja, nein. Wir machen tatsächlich das hier. Schauen wir mal, vielleicht können wir ja die Briten davon überzeugen, dass sie uns mögen. Das machen solche Sachen. Das ist jetzt eine politische Entscheidung gewesen, tatsächlich. Ja, genau, kauft unsere Dampfschiffe, ihr Wappler. Hört's auch damit. Die brauchen wir selber. Ich meine, es ist gut für unsere Firmen, aber. Sag mal, ins Volk. 150 Millionen. 70% Liter. 14,4. Heute fast mehr oder weniger. Ich meine, in Frankreich geht es ihnen besser. Aber es ist jetzt nicht so, dass es bei uns nicht aufwärts gehen würde. Ist das richtig? Oh, da gibt es den Leuten auch gut. So, schauen wir mal, können wir Institutionen verbessern? Mal irgendeine Forschung gehabt. Ach, Law Enforcement. Wieso kann man nicht da. Wieso sind wir da auf Stufe 1? Wie kann das sein? Man wird da nicht viel weiter oben? Was ist passiert, dass wir da runtergefallen sind? Wag. Ja, okay, warte mal. Kriege vorbei sind, weil die sind jetzt gleich vorbei. Oh, Lost Mule. Das klingt nicht gut. One of the pack mules we brought was one has wandered off into the undergrowth. We could spend some time tracking it down, simply move on.
Spend some time looking for a room. It's just one, you'll leave it. Minor progress for minor peril. Wie viel Peril haben wir eigentlich jetzt gerade? Sehen wir das irgendwo? Has reached a medium peril and must be careful. Okay. Oh, warte mal, was ist denn das? Schon wieder ein möglicher Krieg zwischen radikalen Baden und Baden. Achso, irgendwie ist das nicht, was sie wollen. Baden weiß aber schon, was sie wollen, oder? Liberale Reformen. Ach. Konservative Agenda. Maintain Balance. Fancy. Ich bin auf eurer Seite. Sind nicht radikal, das sind die. Die Radikalen haben sogar 18 mögliche Truppen. Die gewinnen eh. Nicht gut. Die brauchen wir gar nicht helfen. Yay. Kapituliert. Können wir jetzt gleich unsere Beziehungen verbessern? Die müssten eigentlich recht gut sein. Oder? Neutral. Sind wir auf 30? Ja. Machen wir das so. Das war einfach. Ohne dass wir viel ausgeben haben müssen. Und das sieht auch gleich aus. Yay. Was ist mit du Bremen? Neutral, obwohl wir euch geholfen haben, finde ich nicht richtig. Okay, Herrschaften, an dieser Stelle werden wir uns für heute wieder verabschieden. Also ich werde mich verabschieden von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben es geschafft, ein ganzes Jahr zu spielen, oder? Wir müssen weitermachen, wenn wir nie fertig. Okay, bis dann. Tschüss euch.